So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Fast RMX. Wir fahren heute den Palladium Cup. Und das machen wir mit dem Bliss. Wagen? Ich weiß nicht, ob es ein Wagen ist. Ist auf jeden Fall ein Gefährt. So, wollen wir mal sehen, was wir hier so alles auf die Reihe bringen. Oder was ich hier alles auf die Reihe bringe. Die letzten Cups waren ja nicht so geil. Muss man ganz offen und ehrlich mal zugeben. Die Strecke sieht schon mal sehr, sehr geil aus. Das muss man ihr mal lassen. Schauen wir mal. Vierter sind wir im Moment. Das ist okay. Au, es ist unfassbar. So. Erste Runde ist vorbei, fünfter. Das ist, ja, ausbaufähig, sagen wir es mal so, ne? Sagen wir es mal so. Und die anderen fahren ja auch, ach du Scheiße, die anderen fahren ja auch ein sehr gutes Rennen. Ich fahre so, wie halt jemand fährt, der gerade zum ersten Mal die Strecke fährt. Dementsprechend natürlich nicht wie ein Profi. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mal ein Online-Rennen sehen wollt hier. Dann machen wir es vielleicht auch nochmal. Ansonsten würde ich euch ganz gerne den Hero-Mode noch zeigen und mir natürlich auch selbst, weil ich habe ihn ehrlich gesagt noch gar nicht gespielt. Also das wäre dann dementsprechend auch komplett blind. Und ich muss sagen, diese Strecke ist relativ einfach. Mal im Vergleich zu denen, die wir bisher hatten in den letzten Parts. Gar keine Hindernisse, kein gar nichts. Einfach nur Rennen fahren. Das ist schon sehr, sehr ungewohnt, muss man sagen. Und jetzt wurde ich wieder durch die Gegend geschleudert. Wurde wieder durchgereicht hier. Obwohl ich eigentlich meiner Meinung nach gar keinen Fahrfehler gemacht habe. Aber jetzt bin ich siebter. Ich könnte eine ähnlich schlechte Leistung geben wie in dem einen Part, wo es so eine schlechte Leistung gab, ne? Wisst ihr Bescheid? Jetzt sind wir immerhin wieder Fünfter. Ah, jetzt kriege ich den Booster natürlich nicht, weil ich zu doof bin. Schade. Fünfter. Hat er gerade gesagt, you failed like a pro? Hat er nicht gesagt, oder? Ja, optisch coole Strecke, vom Fahren her überraschend leicht, muss ich ganz ehrlich mal sagen, also ohne Hindernisse, ohne gar nichts, dafür mit ganz coolen Kurven, macht Spaß auf jeden Fall, kann man nur so stehen lassen, auch wieder relativ kurze Strecke, was es natürlich dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Ich mag eigentlich, ja, für meinen Geschmack war sie schon ein bisschen zu kurz. Somit nicht mal eine Minute pro Runde, da bist du so schnell durch. So 1,30 pro Runde, finde ich, ist schon perfekt. Aber gut. Schauen wir uns mal die zweite Strecke an. Vielleicht wird die ja wieder etwas länger. Sahara Place. Das klingt so ein bisschen nach einer Wortkreation aus Sahara und Sonne. Weil wahrscheinlich in der Sahara halt oft die Sonne scheint. Da hat man sich gedacht, hey, das liegt ja beieinander. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Wüstenstrecke. Wer hätte es gedacht? Optisch mal wieder ansprechend. Was war das gerade für Felder? Ach, da kommt Feuer raus. Aha. Aha, also noch, also jetzt haben wir wieder Hindernisse mit dabei. Gerade eben habe ich mich beschwert. Schon präsentiert mir das Spiel Hindernisse. Hätte ich meinen Mund nicht aufgerissen, ne? Okay. Ups. Jetzt habe ich das Ding nicht bekommen, weil ich auf die Karte geguckt habe, Depp. So, dritter sind wir momentan.
Das ist okay, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Boah, das war risikoreich. Hätte auch ins Auge gehen können mit den Flammen. Wow, okay. Na, momentan fahren wir nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Aber wir können trotzdem momentan nicht wirklich was gut machen auf den zweiten. Hier gibt es scheinbar irgendwo noch einen alternativen Weg, den ich aber bislang zu finden zu doof war. Ja, der zweite hat sich gerade zerlegt. Bleibt also nur noch der erste als Konkurrent hier. Vielleicht schaffen wir hier einen Win. Wäre doch cool. Strecke gefällt mir auf jeden Fall. Hat zwar auch wieder ein paar Hindernisse, aber jetzt nicht allzu viele. So, wo kann man jetzt... Ach, hier links könnte man drauf. Ah, jetzt habe ich es gesehen. War natürlich jetzt zu spät. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann gleich mal... Ach, fuck. Gucken wir uns dann gleich mal im Zeitfahren an. Das ist jetzt extremst schlecht. Ja, und das war der Platz 2, ne? Ach, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Und somit wird es nur Platz 3. Das ist schade jetzt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Na gut. Kein guter Platz in diesem Fall. Eine Strecke kommt noch. Oder nee, es war die erste, oder? Keine Ahnung. Ich blicke hier nicht mehr durch. Es ist wieder eine Blockaufnahme, deswegen bin ich ein bisschen paralysiert. Muss ich sagen, Let's Plays aufnehmen bei einem heißen Sommertag. Kurz nachdem er von der Arbeit heimkam, ist auch nicht die geilste Idee, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Fordert einen. So, aber egal, das soll jetzt hier keine Ausrede sein. Wir wollen hier trotzdem ein geiles Rennen abliefern. Die letzten Rennen waren ja nicht so geil. Also schauen wir mal. Ach, kacke. Habe ich nicht erwischt. Erinnert mich irgendwie an eine andere Strecke, die wir schon mal gefahren sind. So. Vierter sind wir nach der ersten Runde. So, jetzt hier schön weit links. Nicht, dass wir wieder ins Wasser fallen. Basti kann sich sogar mal was merken. Basti hat Nieren. Ammonisen. Oh, sorry. Danke an alle, die Gesundheit gesagt haben aus Reflex. So. Dritter sind wir momentan. Haben leider den Booster nicht erwischt. Okay. Zack. Platz 4 zurückgefallen. Das ist schade. Und ich habe keinen Nitro mehr. Aber wir nehmen gerade schön alle Nitros mit, die es hier so gibt. Und sind deshalb... Ah, fick dich, ey. Ja, und sind deshalb Sechster, weil wir uns wieder alle rammen, ey. Ich hasse euch alle, wisst ihr das? Also jeden einzelnen Gegner in diesem Spiel. Au, ey, das ist so unfair. Dient. Da ist mir Mario Kart lieber mit den roten Panzern und allem, was da so dazugehört. Muss ich ja mal ganz ehrlich so sagen, also. Letzte Runde ist bereits, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, ich fahre aber auch nicht perfekt, muss man ganz ehrlicherweise zugeben. Ja, verpiss dich. Ich auch mal einen gerammt. So, dritter und dabei bleibt es auch, ne? Ja. Ja. War jetzt nicht so gut. Aber mein Gott, ist halt so. So, war doch die letzte Strecke, oder? Ja. Damit sind wir wieder Dritter geworden in diesem Cup. Ja, echt nicht die Welt, ne? Aber es ist auch schwierig, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ist auch schwierig, hier was zu reißen in dem Spiel. Ups. Ja, immer ein Treppchen. Alles andere wäre
schon traurig. Gut, das war der Palladium Cup. Wie immer ist eure Meinung in den Kommentaren gern gesehen zu den Strecken. Als nächstes sehen wir uns zum Thallium Cup mit der Hibashira, mit dem Hibashira Speedway, dem Waimea, der Waimea Coast und dem Avalanche Valley, dem Schneelawinental. Ja, bis zur nächsten Folge würde ich sagen.